Sergej, leider nur das 1-1 heute gegen SC Waldgemes 2. War ein hartes Spiel heute, war ein hartes Stück Arbeit. Wir haben Druck gemacht in der zweiten Halbzeit. Oder wie siehst du das ganze Spiel? Kurz vor Schluss haben wir dann Gott sei Dank durch dich das 1-1 gemacht. Ich denke, das verdient 1-1. Was sagst du zum Spiel? Ja, also erste Halbzeit war echt schwer, aber wir haben Geduld gehabt. Wir haben Geduld gezeigt, dass wir eigentlich die ganze Woche im Training auch trainiert haben. Ruhe bewahren, vorne die Anspieler finden, suchen. Ja, zweite Halbzeit sind wir besser ins Spiel gekommen, haben auch mehr Chancen gehabt. Die haben ein bisschen mehr aufgemacht, also beide Mannschaften. Und ja, blödes Tor kassiert. Ich weiß nicht, ich glaube, durch die Sonne wurden die geblendet hier ein bisschen da hinten. Keine Ahnung. Aber ja, 1-1 war schon okay, ja. Ich denke auch, im Endeffekt war es vielleicht 1-1. Wir hatten mehr vom Spiel, aber okay, man hat auch mal so ein Spiel drin. Hier ist es kalt, geht duschen und danke für den Ausgleich. Ja. Lendi. Glückwunsch zum Punkt. Ja. Beim VfB hier bei uns zu Hause, fast wäre dein Konzept aufgegangen, ja, oder? Fast wäre es aufgegangen. Ich habe vorher zur Mannschaft gesagt, ich habe Gießen zweimal gesehen und wenn wir Gießen die Räume lassen und zu offen stehen, dann sind sie durch Iasere, durch Chino, der immer wieder nachrückt und super Pässe spielen kann, gefährlich. Und dann wird es auch für uns schwer, dann mitzuspielen. Und meistens verlieren wir dann so Spiele, klar, weil wir dann mitspielen wollen. Deshalb habe ich gesagt, wir müssen tiefer stehen. Wir kriegen unsere Chancen. Müssen die, ab der Mittellinie müssen wir kompakt dagegen halten. Dann aber die Leute aber auch eng dran sein. Das haben wir in der ersten Halbzeit nicht so gut geschafft. Zweite Halbzeit besser. Und dann kriegen wir irgendwann die Chancen. Die müssen wir machen. Und lange Zeit ist es so aufgegangen, wir machen dann das Tor und ich meine, Gießen hat Druck gemacht, aber wenn ich jetzt aber auch die Torschancen rauszähle, waren es vielleicht 3-4 gute Torschancen über 90 Minuten, viel mehr waren es auch nicht. Und in der entscheidenden Phase nach dem 1-0 hätte ich mir gewünscht, dass wir da manchen Konter vielleicht ein bisschen besser gefahren hätten, um vielleicht das 0-2 zu machen, weil dann sind so Spiele einfach genau die, die andere Mannschaft das Feld überlegen und du gewinnst das Spiel. Aber letztendlich über 90 Minuten und das muss man dann auch fairerweise sagen, war der Punkt völlig für Gießen verdient. Ich denke auch, summa summarum, unentschieden hier bei dem Spiel, auch bei dem Witterungsverhältnis. Ich meine, war Traumwetter, aber der Platz, es wird immer schwerer jetzt in den nächsten Wochen. Ich denke, beide können mit dem Punkt gut leben. Ja, Lendi, viel Erfolg. Danke.